So, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Format. Was heißt neues Format? Das ist ein Unboxing, ganz klassisch. Aber bisher haben wir ja immer alles live gemacht. Jetzt will ich gerne mal umschwenken auf diese Videoaufnahmen, denn diese sind einfach qualitativ ein bisschen besser. Ich nehme hier in 4K jetzt gleich auf, wenn wir diese beiden Kistchen hier wunderschön unboxen. Deswegen seid gespannt, was da drin ist. Und ich würde sagen, wir reden nicht lang drum rum, sondern schauen direkt mal rein und gehen in die Deckenkameraaufnahme. So, dann fangen wir an und ihr kennt das Prozedere, wenn euch das gefällt, was ihr seht, immer gerne liken und kommentieren, wir antworten meistens. Dieser Zettel hier, sehr wichtig, da ist der Preis letztendlich für das Paketchen hier festgehalten, den werden wir ganz am Ende, werden wir den dann zeigen. Jetzt geht es erstmal darum, jetzt habe ich ein kleines bisschen Schattenprobleme, aber es dürfte nicht so schlimm sein. Wir schneiden jetzt natürlich endlich mal, ich bin ganz heiß drauf, das Paketchen hier auf. Das heißt, ich habe eigentlich ein Teppichmesser. Ich muss jetzt dieses Brotmesser hier nehmen. Oder dieses Brötchenmesser hier. Ganz vorsichtig sein hier. Und dann sind wir hier ganz vorsichtig und schneiden das hier auf. Das ist immer das Spannende an Unboxings, ne? Weil wir wissen, was drin ist. Aber ich brauche noch etwas. Jetzt habe ich leider nichts vorbereitet. Um noch vielleicht eventuell jetzt die Sachen zu verdecken, die hier. Damit darf ich mich nicht selbst schneiden hier im Moment. Muss da ein kleines bisschen aufpassen. Ich hoffe, das wird schon später alles schön erkennbar sein. So, das müsste gehen. Das Paket hat auch eine komische Form, wenn ich das mal kurz zeigen darf hier. Es ist sehr, wie sagt man dazu? Es ist nicht rechteckig, es ist nicht viereckig. Es ist das eine Drachenform? Oder, weiß ich nicht genau. Jedenfalls sehr merkwürdig, es geht halt, halt so schrägen, ne? Komische Sache. Okay. Dann gucken wir kurz. Ach, come on. Das ist aber jetzt hartnäckig hier an der Stelle. So. Ich habe euch noch nicht die Plattform genannt, was da drin sein wird. Das wird eben nochmal spannend. So, da habe ich jetzt nochmal kurz was besorgt, um hier das zu verdecken. Quasi, um jetzt mal hier jetzt quasi so drüber zu schieben. Um die Spannung ein bisschen aufrecht zu halten. So. Platz für echte Vielfalt steht hier drin. Kann man mal sehen hier. Keine Ahnung, was das bedeutet. Was das ist, dass es in einem Karton beschriftet ist. Finde ich sehr ungewöhnlich. Freiraum für die Natur. Okay. Ey, eine Botschaft, die ich bestätige, finde ich gut. So, jetzt lassen wir einmal kurz reingucken. So. Alles klar. Okay, gut, dann machen wir das so. Das erste Spiel. Ich fange mal direkt an. Nicht lange rummachen hier. So, jetzt haben wir auch wieder schon eine... Jetzt mal gucken, dass es im Lichtpunkt sind. Alles klar. Wir schauen uns als erstes hier an. Oh. Ein PES-Spiel. Pro Evolution Soccer, die große Konami-Reihe, früher International Superstar Soccer auf dem Super Nintendo, habe ich damit angefangen, war das, ist quasi, PES ist quasi daraus erboren worden. Hier haben wir hier den Götz-George, nee, oder wie heißt der hier irgendwie, irgendwas mit Götzen, Götz-Anbetung, Georg Götze, Mario, Götz-Mario, Mario Brother Götze, irgendwie sowas. Jedenfalls, genau, haben wir den hier. Ist natürlich jetzt, das ist natürlich ein Buyback, was ich eigentlich nicht wirklich... Wo ich nicht wirklich Interesse daran hatte, ne? Ist ja klar. Aber trotzdem ganz interessant. Ich glaube, manche PES- oder FIFA-Teile sind mehr wert als andere. Warum? Erschließt sich mir vielleicht nicht ganz. Vielleicht wegen exklusiven Spieler- oder Lizenzengeschichten oder irgendwie. Hier haben wir auf jeden Fall auch Champions League-Logo und so weiter drauf. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Ist auf jeden Fall ganz interessant, was für Stickers da immer drauf sind, auch bei den ganzen Sportspielen. PES hat ja nie die offizielle Lizenz bekommen von der FIFA. Das haben nur die FIFA-Spieler, deswegen haben die auch immer meistens die Namen geändert, aber die dürfen doch schon, oder haben sie es damals doch gehabt, doch, das ist DFB drauf. Ja, 2015 haben die dann oft doch noch Lizenzen gehabt anscheinend, DFB, Deutscher Fußballbund. Okay, aber normalerweise hat immer FIFA die Rechte gehabt. Oder ich kenne mich ja nicht so, weit, nicht so richtig aus bei Fußball, ist ja nicht so meins, ne. Deswegen, also gut, aber nicht lang rummachen, ist ja klar, PES 2015 ist jetzt nichts Besonderes. So, okay, ich seh schon, da ist was, ob ich das ein bisschen richten kann. Ich werde gleich die Dings hier wegmachen, weil wir haben dann gleich die Möglichkeit, die sind gut reingelegt worden. Deswegen können wir dann gleich das Ding wegmachen, wir können dann nämlich nichts sehen voraus. So, als nächstes haben wir einen Klassiker. Also die Marke ist klassisch. Das Spiel selbst weiß nicht, ob es ein Klassiker ist. Ich habe es nicht gespielt, aber ihr kennt es vermutlich alle, vermutlich Nintendo-Fans. Es ist Banjo-Kazooie. Nuts and Bowls. Ja, ist die Frage. Weiß ich nicht genau, ob das gut ist oder nicht. Es ist, glaube ich, ein bisschen Kritik eingeheimst wegen dem Design. Das ist aber hinten ziemlich, finde ich aber ziemlich, ein bisschen lame hier, wie das hier aussieht. Ein bisschen langweilig. Zwei Bildchen bloß und ganz viel Text. Mit Xbox Live Action und so weiter. Naja, gut, muss man wissen, ob einem das gefällt. Das sieht auch ein bisschen langweilig aus. Es liegt aber, glaube ich, daran, dass es hier eine Bundle-Version ist.
wenn ihr das sehen könnt. Das haben wir auch hier zu stehen, quasi hier in der Ecke unten, Bundle-Copy. Das heißt, es war wohl irgendwie bei einer Xbox dabei oder so. Sollte nicht geresaled werden, not for resale, tja. Da ist aber was schiefgelaufen. Aber ich glaube, das ist auch nur so eine Zeit lang eine Bitte. Das ist jetzt schon wirklich, von wann ist denn das Spiel? 2008, glaube ich. Wenn ich das richtig lese hier unten. Jedenfalls bin ich ganz froh, habe ich noch nicht in der Sammlung. Auch only on Xbox 360. Ja, ist eventuell abwärtskompatibel sogar mit der Xbox Series X. Ganz interessant und cool. Nuts and Bowls. Jetzt haben wir Fußball und Jump'n'Run. Was kommt als nächstes? Was hat das Paket für uns noch bereit? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Wir schauen mal rein. Okay. Ein weiteres Fußballspiel. Ja, das ist halt wie gesagt Beiwerk. Beifang, auch mal gerne genannt. PES 2008. Oh, guck mal. Jetzt haben wir aber echt krass von 2015 und 2008. Mein Gott, schaut euch Ronaldo an. Ronaldo ist ein richtiges Milchbubi hier. Seht ihr das? Wahnsinn. Und dann noch Kollege, wer ist das? Farid Bang? Sieht ein bisschen aus wie Farid Bang, oder? Der hier. Ein junger Farid Bang und Ronaldo. Das wäre doch mal was. Nein. Soweit ich weiß, hat Farid Bang nie Fußball gespielt. So, hier haben wir auf jeden Fall... Wenn Fußball ihr Leben ist, dann ist PES 2008 ihr Spiel, steht hier. Naja. Zum Glück ist Fußball nicht mein Leben. Es ist auch nicht mein Spiel. Aber ihr seht ja auch alles komplett hier, soweit. Ist Beiwerk. Will ich gar nicht viel zu verlieren. So, jetzt nehme ich das Ding hier weg mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Okay. Ich mache das Spiel hier noch, weil das werdet ihr trotzdem auch sowieso sehen, wenn ich das Ding wegnehme. Jetzt versuche ich das noch ein bisschen geheim zu halten. Und zwar kommen wir jetzt zu einem anderen Ding. Das ist eine Special Edition, wie mir scheint. Denn hier ist so ein extra Pappschuber dabei. Wie man das sieht hier. Und hierbei handelt es sich um... Whoop. Es ist Prototype 2. Könnte sein, dass es indiziert ist. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall auch die PEGI-Version, weil die deutsche eventuell vermutlich geschnitten ist. Wie gesagt, hier haben wir es in einem wunderschönen Pappschuber, wo es nochmal doppelt rauskommt oben. Den lege ich mal hier hin. Und auch ganz nice, dass hier immer manchmal so Reste noch da sind. Okay, die Reste nicht, aber wenn es ganz da ist. Das finde ich immer ganz cool, wenn noch dieser Strichcode da ist. Prototype 2. Habe ich nicht gespielt, ist ein Open-World-Spiel. Auch der erste Teil. Weiß ich noch nicht Bescheid genau, wie das so ist. Auf jeden Fall scheint es halt brutal zu sein oder so, sonst würde es ja nicht indiziert sein oder ab 18. Beziehungsweise geschnitten. Naja, sind wir mal gespannt. Hier ein schönes silbernes, kann man das sehen? Schönes silberne, die Klinge oder was das sein soll. Hat hier wunderschöne Metallic-Optik. Ja, ich glaube, hier sieht man es gut, ne? Sehr schön. Ich gebe mir hier ein Kostüm hier mit 4K und so. Licht haben wir da auch. Ja. Ganz nice eigentlich. Sieht wunderschön aus. Dieses Paket, muss ich sagen, habe ich jetzt schon lange im Kämmerchen liegen, in der sogenannten Schatzkammer. Wer sie nicht kennt, in einer Retro-Relation-Folge, glaube ich, haben wir es im Intro. Und ja, das sind einfach Sachen, die habe ich in einem Ding gekauft, in einem Flow, wo ich quasi... ja, dann so viel gekauft habe, dass ich teils echt gar nicht mitgekriegt habe mehr, was ich alles jetzt gekauft habe. Und die Pakete haben sich gestapelt, deswegen wollen wir jetzt hier mal das abfeiern. So, ich mache jetzt mal so, dass ich mittendrin rausgreife immer mal. Die sind jetzt wunderschön verpackt hier, das ist ganz gut, dass wir hier so ein bisschen hantieren können. Dann greife ich jetzt einfach mal hier rein und nehme das Spiel raus. Ich weiß selber nicht, was es ist. Wir drehen mal rum und dann zeige ich euch, was ich dazu sagen kann. Topspin 4. Wow. Okay. Noch mehr Sportspiel. Die beste Tennissimulation schreibt Bild.de. Na, wenn das nix heißt. In 3D-kompatibel. Ach, das war noch zu 3D-Fernsehzeiten, ne? Als die Fernseher noch 3D konnten. Hui. Okay, ich meine, Topspin, Tennis hat mir immer mehr Spaß gemacht, vielleicht sogar als Fußballspiele. Weil irgendwie, gut, ich habe jetzt auch meiste Erfahrung mit Mario Tennis und so, aber trotzdem ganz nice. Topspin 4 ist auch eine große Reihe anscheinend, weil da gibt es auch mehrere Teile von. Aber... Ich glaube, da wollen wir jetzt auch nicht zu viele Worte drüber verlieren. Die Herren und Damen kenne ich hier leider nicht. Im Tennis-Genre kenne ich mich seit Steffi Graf und Boris Becker nicht mehr aus. Ach, Andrew Agassi vielleicht noch, aber der ist dann auch mit Steffi Graf durchgebrannt. Von daher keine Ahnung mehr, wer die alle sind. Wir nehmen mal das nächste Spiel raus. Was ist das? Hoffentlich jetzt nicht nochmal ein Sportspiel. Hoi. Jetzt luge ich so ein bisschen. Oh, hier haben wir ein klassisches Xbox-Spiel sogar noch dabei. Oh, Crazy Taxi 3. Crazy Taxi 3. Sehr schön. Habe ich keine Ahnung mehr. Crazy Taxi habe ich auf der Dreamcast und auf irgendwo noch gespielt. Ich glaube PS2. Hat seinen Ursprung aber auf der Dreamcast eben. Und der zweite Teil vermutlich auch. Den dritten weiß ich gar nicht, wo der überall erschienen ist. Auf jeden Fall ist es ein Klassiker oder ein sehr schönes Spiel. Da gab es auch keine großen
Das war erfolgreich, meine ich, aber es gab keine großen Klone davon oder so. Ne? Nachmacherspiele irgendwie, die das gemacht haben. Oder mir ist zumindest keins bekannt. Sowas wie zum Beispiel Mario Kart wurde ja oft kopiert oder versucht zu kopieren und so. Aber hier ist, glaube ich, irgendwie bei Crazy Taxi ist nicht so richtig geworden. Nicht so richtig zelebriert worden. Okay, sehr cool. Auf jeden Fall für die klassische Xbox auch noch dabei. Also wie ihr schon seht, ja, wir haben ein Xbox-Paket. Von daher nicht wundern. Und ich glaube, wir haben hier doch noch ein paar Sportspiele. Deshalb greife ich die versuche ich die mal schnell rauszufeuern. FIFA 13 hier, wunderschön. Mit dem guten, weiß ich nicht, wie er heißt. irgendwie kennt man den. Aber ja, kann ich nichts machen. Normalerweise weiß ich es auch, aber so. Ja, jetzt spontan fällt es mir jetzt gerade nicht ein in dieser Aufnahme. Tut mir leid. Da ist ein kurzes Ding, das machen wir schnell wieder zu. Und ja, FIFA 13, muss man dazu sagen. Dann gehe ich mir zum nächsten über. Wir wollen das Video auch nicht so lang halten. Sportspiel, Forza Motorsport 3. Aber Forza, da habe ich Bock drauf. Ich meine, Rennspiele habe ich jetzt lange, lange nicht mehr gespielt oder Lust drauf gehabt. Aber Forza ist natürlich immer ein Garant für wunderschöne, krasse Grafik und auch Realismus und so weiter. Ne? Quasi das Gran Turismo-Äquivalent für die Xbox. Disc 2, okay, Disc 1, alles klar, ist alles da. Sieht auch noch sehr gut aus. Forza Motorsport, ich glaube Forza Horizon ist dann die arcadige Variante von der ganzen Forza-Geschichte. Da gibt es ein bisschen rougher zu. Hier auch Dick und Fett Bundle-Kopie. Naja, kann man nichts machen. Finde ich bestimmt auch nochmal irgendwo in der normalen Version. Forza Motorsport 3. Ja, sehr schön. Die exklusive Marke von Microsoft, was so Dings angeht. So, ich glaube, jetzt wird es aber besser. Jetzt wird es besser. Jetzt nimmt es ein bisschen ab. Wir schauen mal hier rein. Schauen wir, ich zieh mal hier was raus. Ah, Gears of War 3, ne, das ist doch mal was. Gears of War von Epic, auch die UK-Version. Sehr schön mitgenommen hier. Ah, auch komplett, oder? Ist das hier eine Anleitung? Sieht mir ein bisschen dünn aus. Puh, okay. Es ist eine ganz simple, dünne. Wow, okay. Was ist denn das? Lass mich kurz reinschauen. Okay, es ist ein Faltblatt. Das würde ich nicht unbedingt Anleitung schimpfen. Macht aber im ersten Moment den Eindruck auf Anleitung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das komplett ist. Vielleicht kommt da noch was rein. Auf jeden Fall Gears of War 3. Habe ich mich auch noch gar nicht mit beschäftigt mit der Gears of War Reihe. Ist halt so eine Sache, ne? Muss ich mir Zeit für nehmen. Aber ziemlich cool. So, gehen wir zum nächsten über. Ihr merkt, ich ziehe das Tempo ein bisschen an. Unreal Tournament. Nice. Auch PG-Version. Cool, cool, cool. Von Midway damals. Unreal Tournament kenne ich noch vom PC früher. Das waren noch Zeiten. Kann ich euch sagen, als die Arena-Shooter noch richtig modern waren. Heutzutage Arena-Shooter sind, glaube ich, ein paar im Umlauf, ein paar neue. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich so taugen oder ob das da Publikum dafür ist, doch so groß da ist. Hauptpublikum ist natürlich Fortnite und Battle Royale-Spieler aktuell. Aber das waren unsere Battle Royals quasi damals. Oder unsere Fortnites. Quake und Unreal Tournament, ja. Ding hat der alten Schule noch, ne? Ach so, hier ist Unreal Tournament 3, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja, das müsste eine 3. Cool, wusste ich gar nicht, wann ist denn das erschienen eigentlich? Weiß jetzt gar nicht, Unreal Tournament, das müsste bei mir auf jeden Fall noch 90, aber Xbox 360, das ist 2008 auch, okay, krass. Das heißt, da hat das nochmal ein Rival gefeiert, von Epic Games natürlich. Okay, wusste ich jetzt auch nicht mehr so richtig, dass da noch was war. Oh, hui, hier auch um ein Xbox Classic Spiel, House of the Dead 3, sehr nice, in Lightgun Super... Supported, like and supported. Weiß jetzt gar nicht, was ist denn das für eine Version? Das ist keine, doch europäische schon, denke ich, aber nicht Inland, Österreich. Das nicht, wie finde ich denn das jetzt raus? Englischer Text ist auf jeden Fall hinten drauf. Das kann ich jetzt so gar nicht eruieren. Diese Altersbeschränkung ist auf jeden Fall kein PEGI und kein USK, ist klar. ELSPA. Müsste irgendwie Resteuropa sein vielleicht. Mal gucken, wie die Anleitung ist in Englisch auch. Ja, die ist komplett in Englisch. Das ist immer die Frage. Ach, hier, guck mal. Quick Start in... Ah, Schwedisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch haben wir schon, Dänemark. Ja, okay. Interessant. House of the Dead 3. Bei uns natürlich indiziert, vermutlich gibt es gar keine Version, schätze ich mal. Lass mich einmal kurz schauen, wie die... Kann man auch mal machen, ne? Naja, ist okay. Kann man machen. Kann man lassen. Mal gucken, wunderschön. Sehr nice. Okay. Ich glaube, das ist schon etwas teurer Titel. Dafür hat sich vielleicht schon gelohnt. Für ein Ab von den Sportspielen, denke ich mal, war das auf jeden Fall ein Kaufgrund, weswegen ich das Bundle gekauft habe. So, dann haben wir hier. Oh ja, ich sehe schon. Auch ein Shooter. Ein Shooter-Map. Ne, ein Shooter.
Ego-Shooter. Und zwar von Crytek, es ist Crysis 3. In der Hunter Edition enthält sofortigen Zugriff auf den neuen Predator-Bogen. Okay, da muss man natürlich sagen, weiß ich nicht, ob das noch funktionabel ist, ob das noch hier wirklich gemacht werden kann. Der Code genutzt werden kann. Vermutlich nicht, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Hier in der USK-Version, ich glaube, da ist nichts geschnitten, da weiß ich nicht genau. Crysis habe ich nur den ersten Teil gespielt bisher. Komplett durch, aber dafür. Und hat mir sehr gefallen. Der zweite und der dritte sollen ja irgendwie schlechter sein. Oder beziehungsweise sollen nicht mehr so Open World sein wie der erste. Die sollen ja sehr schlauchiger sein. Aber grafisch denke ich mal dann trotzdem noch gut spielbar. Gibt es auch die Remasters oder die Remakes aktuell. Von daher, ja. Sehr schön. Dann haben wir hier. Oh, hier haben wir was Orangenes. Jetzt überlegt man sich, was passt denn grün-orange? Passt es zusammen? Klar, in der Half-Life Orange Box, die wir hier haben. Auch nice. Für die Xbox 360. Habe ich, glaube ich, auch für die PS3. Aber Half-Life 1 habe ich damals natürlich im Original auf dem PC gespielt. Aber wunderschön, dass es auf jeden Fall eine Konsolenumsetzung erfahren hat. Vor allem auch recht so spät, nämlich. Achso, Half-Life 1 war auf der PS2 auf jeden Fall auch noch drauf. Aber hier ist auf jeden Fall, denke ich mal, die schönere Version drauf. Dann Portal natürlich, auch ein wichtiges und großes Spiel. Und Team Fortress 2. Das ist ja quasi, woraus Fortnite so ein bisschen entstanden ist. Oder keine Ahnung, ich glaube, das hängt doch irgendwie zusammen ein bisschen. Bin da ein bisschen überfragt, vielleicht eventuell. Auf jeden Fall, große, große Sachen. Half-Life 2 Episode 2. Ach so, das war mein Fehler. The Most Complete Half-Life 2 Collection to Date. Ach so, da ist gar kein Half-Life 1 drauf, sondern das 2. Mein Fehler. Das war mein Fehler. Wir machen nochmal ein schönes Regenbogen-Logo hier. Von EA. Hongkong. Okay. Hä? Ist das hier die Hongkong-Version oder was? Moment mal, tatsächlich, oder? Da ist gar keine Altersbeschränkung drauf oder sowas. Okay, sehr merkwürdig. Hier ist alles auf Asiatisch, ne? Okay. Wusste ich jetzt natürlich auch nicht. Aber wird natürlich trotzdem laufen, ne? Ich glaube, ist ja Region Free, die 360. Interessant auf jeden Fall. Okay. Gehen wir weiter. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, The Sims 3. Auch wichtiger Titel. Nein, nicht wirklich, aber natürlich auch interessant. Die Sims, muss man auch respektabel sagen, ist eine große Reihe, die hat sich gemacht. Die gibt es viele Fortsetzungen und da gibt es einen großen Markt dafür. Auf jeden Fall, Okman hat schon eine VR-Brille auf hier, der Kollege. Ja, krass. Da war VR schon ein Thema. Wann ist das denn? 2011? Ah, gut, okay. Gucken wir mal kurz rein. Oh, da ist ein Code wieder, okay. Versuche ich mal so zu verdecken. Ist auf jeden Fall da. Xbox Classic Version sogar, also hat es sogar als Indie Bestseller Award Classics Variante geschafft. Sehr, sehr cool. Von EA. Ja, Sims habe ich mal den ersten Teil krass gespielt auf dem PC damals. Die Sims. Das war schon eine harte Nummer. Aber sonst war ich dann irgendwann falsch wie verloren. Oh, scheiße. Dann schon wieder ein Fußballspiel hier. FIFA 12. Okay. Nicht so cool. Wen haben wir denn hier? Das ist doch der Hummels und der Podolski. Podolski, meine ich. Oder? Ich tue nur so dumm übrigens. Ich weiß, dass der Podolski heißt, dass das Hummels ist. Also, ich kenne mich schon ein bisschen aus im Fußball, aber machen wir mal ein bisschen drüber lustig so. Genau, hier auch wieder FIFA natürlich. Die haben auf jeden Fall die offizielle Lizenz gehabt. Da gibt es aber aktuell auch große Umschwünge, dass die quasi die Lizenz vielleicht nicht mehr bekommen. Oder nicht mehr bezahlen können oder bezahlen wollen. Daher werden die Spiele vielleicht hier doch mal noch im Wert steigen, ne? Wenn jetzt FIFA ohne Lizenzen weitermacht, dann werden die Spiele mit offiziellen Lizenzen bestimmt nochmal irgendwie was im Nachhinein an Wert gewinnen. So, was haben wir denn hier? Oh, auch ein Klassiker. Großer Klassiker von Bethesda. Was soll das anderes sein als Skyrim? Skyrim in der, glaube ich, stinknormalen Variante, ne? Weder Anniversary, weder Legend, weder noch irgendwas. Die richtig naturige Urversion. Und Skyrim mit sogar Wendecover hier hinten drin. Ne? Ohne die ganzen USK-Latschen hier. Ist die eine Stelle drauf, Wendecover. Ja, Skyrim, große Liebe, aber halt eher auf dem PC für mich. Aber natürlich gibt es da eine ganz große Fangemeinde auch auf Konsolen. Vor allem auf den neuen Konsolen, auch mit Mod-Unterstützung. Ziemlich nice. Finde ich ziemlich gut. Und genau. Dann machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten. Bam, bada, bam. So. Oh, auch nice. Gefällt mir. Zwei große Marken, zwei große Filme der 80er, die den Ursprung hatten, oder 70er, 80ern. Aliens vs. Predator. Geil. Das Spiel habe ich noch nie richtig erfahren, was das eigentlich ist. Ich habe mal einen Aliens vs. Predator für den PC gespielt, aber ich glaube nicht, dass es das hier ist. Das muss nochmal irgendwie eine andere Sache sein. Aber hier kann man auch die Marines, die Predator und die Aliens spielen.
ziemlich cool, glaube ich. Auch in der UK-Version ziemlich nice. Komplett ist es auch. Wunderbar. Weiß ich gar nicht, ob es das für den PC auch gibt. Aber es gibt auf jeden Fall irgendeins, aber es ist ein älteres. Müsste es geben. Wunderschön. Ja, ja. Leider filmisch heutzutage nicht mehr so aktuell und nicht mehr so gut vertreten. Muss man ja leider sagen. So, ich gehe ein bisschen hier hin. Mit dem Ding. So, was haben wir hier? Oh, natürlich. Darf natürlich auch in keiner Sammlung fehlen. Habe ich aber, glaube ich, eh schon. Halo 2. Halo 2. Ich glaube, ein bisschen umstritten damals. Aber ich glaube, ich fand es ziemlich geil eigentlich. Weil es hat ein bisschen mehr Abwechslung reingebracht, was die Level angeht. Da war ein bisschen mehr, hier wie mehr Städtebau oder Städte mehr intern. Früher war man eher so eine Landschaft auf diesen Inseln und auf dem Ring da unterwegs. Und mehr so in so einem Komplexen. Genau, aber hier war der Anfang auf jeden Fall cool, glaube ich. Da hat es irgendwo in der Stadt angefangen. Oder in so Wohngebieten. Ganz cool, Halo 2. Natürlich diese Version nicht mehr unbedingt spielbar. Gibt ja die Halo Master Chief Collection, da ist natürlich alles drin. Und natürlich in verbesserter Variante gibt es auch ein komplettes Remake von. Aber trotzdem nice. So, was haben wir hier? Oh ja, auch cool. Das Combat der Mortalität. Mortal Kombat. Hier in der Variante, die glaube ich auch indiziert ist. Heißt nur Mortal Kombat, müsste dann Teil 8 oder 9 sein, ich bin mir nicht sicher. Da gab es ein Ganze mit der Nummerierung aufgehört, komischerweise. Fatality. Aber ist die, scheint hier ist ein Scorpion-Unlock, hier ist irgendwie ein Aufkleber drauf. Aber das wird die USK-Version sein. Ne, es ist die, okay. Auf der CD auf jeden Fall ist es nicht, ich sehe kein USK-Logo. Aber komisch deutsche Texte hinten drauf. Weiß ich nicht, ob da die CD und die Packung mit übereinstimmt. Kann ich dazu gar nicht sagen. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall scheint es komplett. Ja. Ganz interessant. Würde man natürlich vorziehen. Ah, hier ist die PG-Version. Also, muss eine PG, ist glaube ich doch, eine UK-Version. Aber trotzdem, die deutschen Texte irritieren mich dann. Merkwürdigerweise. Naja. Auf jeden Fall geil. So, jetzt haben wir schon, sind wir schon gleich am Ende. Wir haben noch ein normales Spiel. Das ist das hier. Upp, upp, upp. Oh, ja. Großer Held. Der kennt die Welt. Hat sie oft gesehen und oft gerettet. Ein Held aus vergangenen Tagen. Ein etwas grober Held, aber nichtsdestotrotz trotzdem in aller Gamer-Herzen geblieben. Der Duke. Der Duke mit dem unendlichen Spiel Duke Nukem Forever. Das natürlich 15 Jahre lang, berühmt war für 15 Jahre Entwicklungszeit. Ganz interessant. Viele, viele haben es abgehatet. Viele, viele mochten es nicht. Es war halt ein Süppchen, an dem viele Köche dran waren. Und das hat man auch gemerkt im Spiel. Also da war irgendwie viel Ungereimtheiten drin. Aber Gearbox hat es damals übernommen, hat es dann quasi alles zusammen gematscht und hat es dann einfach so veröffentlicht. Was auch okay war, weil sonst wäre es noch viel, viel länger in der Entwicklungshölle geblieben. Und das ist natürlich dann, war halt einfach mal Zeit, dass es vorbei ist, weil es war echt schon ein Meme und ein Gag, dass Duke Nukem Forever überhaupt nochmal irgendwann kommt. Von daher finde ich, ist es gar nicht so schlecht. Es ist nicht so schlecht, wie es hätte noch sein können oder wenn es früher veröffentlicht worden wäre. Von daher fand ich das ganz cool. Auch hier ist sehr schön. Schönes Bild hier. Der Duke mit einem Schweinekopf. Ehrlich, so ist es. He hates pigs, as we know. Ne? Wunderschön. In der USK-Version eventuell geschnitten, keine Ahnung. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall nicht so schlecht, wie sein Ruf, würde ich sagen. Muss ich halt ein bisschen drauf einlassen. Der Duke. Sowas findet man sonst heutzutage leider nicht mehr. Also in der Heldenriege. So ein mit Ecken und Kanten versetzter Held. Duke Nukem Forever. So, das letzte Spiel ist wieder eine Special Edition, wie ich das hier sehe. Und das ist hier mit drin dabei. Limited Edition The Darkness 2. Mit einem, ihr könnt es vielleicht sehen. Mit einem, nicht Wendecover, ich sag mal dazu. Aber da tut sich nicht viel, finde ich. Auf diesem, wie sagt man da, 3D-Bild. Ne, also die Köpfe bewegen sich so ein bisschen. Aber sonst tut sich da wirklich nicht viel. Hätte man mehr draus machen können, finde ich. Aus solchen 3D-Bildern. Ich hoffe, das kommt einigermaßen rüber. Die Köpfe bewegen sich nur so ein bisschen. Oder muss ich das so machen? Nee. So bringt das auch nichts. Naja. The Darkness 2 hier in der PG-Version auch. Auch hier ein Schuber eigentlich. Das heißt, wir haben ja alles doppelt drin. So. Genau. Wunderbärchen. Auch hier mit diesem Ding wieder, was ich eigentlich mag. So, sehr schön.
The Darkness 1 habe ich gespielt, The Darkness 2 noch nicht, hatte einen ganz anderen Look auch gehabt, da war es ein bisschen abgeturnt, weil es ja so diesen Cell-Shading-Look, glaube ich, hat. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war das dann nichts mehr so meins. Oder ich habe es halt nicht, ich mag es halt nicht so, aber es ist halt, ich werde es auf jeden Fall mal spielen und ich werde es bestimmt auch mögen. Es hat mich nur ein bisschen abgeschreckt, dass sie in diesen Cell-Shading-Look gegangen sind, weil ich den realistischen von Teil 1 irgendwie schon ziemlich passend und geil fand. War ich ziemlich begeistert von. Diese Stimme von The Darkness, ich weiß gar nicht, wie die nochmal heißen, hier die Tentakeln, sind einfach mega geil synchronisiert, also eine mega coole Sache. Das hat man gerne zugehört im ersten Teil. Jackie! Wir steuern ja unseren Helden Jackie oder irgendwie heißt er, irgendwie Jack irgendwie. Stell nicht zufällig hinten drauf, 2 Jahre ist es her, dass Jackie Estacado die Mächte der Darkness einsetzte. Doch jetzt bricht der Darkness wieder aus ihm heraus. Ja. Sehr schön. So, das war's. Dann kommt natürlich noch die Auflösung jetzt zustande. Wir haben hier jetzt insgesamt, ich glaube, wenn ich recht sehe, 21 Spiele. Natürlich davon 3, 4, 5. 5 Sportspiele, beziehungsweise 5 Fußballspiele. Naja, ich hätte Hit. Mal gucken. Ich habe bezahlt dafür vor ewiger Zeit mal 30 Euro. 30 Euro auf eBay Kleinanzeigen. Kann man das lesen überhaupt? Natürlich gelten die Preise immer inklusive Versand. Also da ist halt quasi, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich 25 ausgehandelt, aber auf jeden Fall kommen dann noch so 5 oder 7 Euro Versand obendrauf. Genau, also bei mir die Preise immer inklusive dem Versand, wenn ich es nicht selbst abgeholt habe. Wie gesagt, Highlight, Crazy Taxi, The Darkness, Mortal Kombat, Orange Box, House of the Dead 3, Unreal Tournament 3. Finde ich okay. Finde ich ein okayer Preis, ein guter Preis. So, und das soll es gewesen sein mit dem ersten Part dieses Unboxings. Im zweiten Part werden wir uns dem anderen Paket widmen, was ihr zu Beginn gesehen habt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne ein Like da, einen Kommentar, was ihr dazu sagt zu den Spielen. Habt ihr da irgendwelche eigenen Erfahrungen? Habe ich irgendeinen Quatsch erzählt über die Spiele? Dann korrigiert mich gerne, interagiert gerne mit mir. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Unboxing auch nochmal. Bis dann!